Raspberry Pi Imager. Other Raspberry Pi OS Lite SD-Karte auswählen, schreiben. SD-Karte in den Pi, Netzwerkkabel anschließen, Monitor anschließen, Tastatur anschließen, starten. Login, Pi, Passwort, Raspberry. Achtung, englische Tastatur ist voreingestellt, also Y und Z ist vertauscht. Sudo apt-get install git. Git clone http://github.com/7/7 Pi live streaming tools cd Pi live streaming tools. So, wenn man in Archer T3 oder T4 benutzt, das starten für den T3. Install Archer T4U starten für den T4. Wenn man das interne WLAN nehmen will, kann man direkt Install Speedify machen. Der Name von dem Access Point, das Passwort, das Speedify Login. Und das Passwort. Hier muss Logged In stehen. Wenn nicht, hatte man das Passwort falsch. Wenn das Passwort falsch war, kann man mit Speedify Login und dann Name, Passwort sich nochmal einloggen. So, und jetzt müsste das schon gehen. Das Passwort war 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Verbunden. Sudo raspi config advanced options overlay fs yes. Yes, okay, finish, yes. Jetzt kann sich auf dem Pi nichts mehr ändern. Das Filesystem ist jetzt read-only, die SD-Karte hält länger.